Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder eine tolle Betrügerin mitgebracht, die wir eine ganze Weile am Telefon beschäftigt haben. Mit jede Menge Blödsinn und jeder Menge Magie am Telefon. Da sie natürlich dann irgendwann damit überfordert ist, naja, man kennt es ja nicht anders, wird man dann weitergereicht. Natürlich ohne groß zu erklären, warum, wieso, weshalb. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Hallo, guten Tag, Herr Voldemort. Mein Name ist Ingrid Huber und ich melde mich von Bitcoin. Alles, ich kann schon gesehen, ich habe eine Anmeldung hier bei uns gemacht. Und ich möchte erzählen Sie ein paar Sachen über uns. Was machen Sie, was arbeiten Sie und natürlich mein Großvater Zero. Haben Sie nur kurze Zeit? Okay, so, wir sind ein Finanzunternehmen. Wir arbeiten mit diesen Kryptos als Bitcoin, als Forex und so weiter. Und hier, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können selbst handeln und Sie können zusammenarbeiten mit einem Broker. Dieser Broker ist kostenloser. Sie sollen nicht für diesen Broker bezahlen. Ja, diese kommen von uns. Und wir schlagen mit diesen Kunden, das haben nicht genug Erfahrung, zusammenarbeiten. Was ist wichtig für Sie zu wissen, ist das Minimum, das Sie von der Starte zahlen können, beträgt 250 Euro. Aber natürlich, ja, mehr Sie bezahlen, desto mehr bekommen Sie. Und jetzt meine Frage für Sie ist, haben Sie Interesse? Wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Was ist denn ein Broker? Ja, Sie können mit diesem Broker zusammenarbeiten. Dieser Broker wird immer für Sie reibbar sein und immer für Sie diese Positionen offen und schließen. Also zum Beispiel, wenn Sie haben nicht genug Zeit, dieser Broker wird immer für Sie Zeit haben, ja? Naja, die Erklärung war ja wieder nicht so ganz besonders. Aber ihr wisst ja Bescheid, ich habe ja immer eine Erklärung für euch. Was versteht man denn unter Broker? Ein Broker ist eine unabhängige Person oder Firma, die auf fremde Rechnung Finanztransaktionen ausführt. Diese Transaktionen betreffen eine Vielzahl von von Vermögensklassen, darunter Aktien, Forex, Immobilien und Versicherungen. Ein Broker muss eine Lizenz haben, um eben auch beraten zu dürfen und solche Aktionen ausführen zu können. Tja, das ist die Kurzfassung zur Definition, was ein Broker ist. Braucht man bloß bei Google eingeben, Definition Broker, und das Erste, was man da bekommt, ist denn diese Aussage. Man kennt es ja nicht anders von Google, die sind ja vorbereitet und haben jede Menge Informationen für euch, was die hier nicht haben. Denn, ja, das hätte sie ja vielleicht auch ein bisschen deutlicher erklären können. So im übertragenen Sinne hat sie ja vom Prinzip schon fast das gesagt. Allerdings nur so, dass man das nicht unbedingt versteht, was ein Broker ist. Aber grundsätzlich ist ein Broker auch eine mehr oder weniger unabhängige Person. Und naja, das klingt hier auf jeden Fall nicht unbedingt sehr unabhängig, was die hier versucht, einen zu beraten. Also seriös geht, glaube ich, anders. Aber da müsst ihr euch natürlich wie immer euer eigenes Bild machen. Aber eins ist klar, ich glaube, hier sollte man wie immer die Finger von lassen. Denn wenn man da sein Geld reinsteckt, naja, ich weiß mal nicht. Und das ist kostenloser. Alles, ich habe schon gesagt. Habt ihr auch einen kostenpflichtigen Broker? Mhm. Okay. Ja, Sie können, testen Sie uns. Sie können probieren mit diesem kleinen Preis, ja. Was? Und dann, ich habe das akustisch nicht verstanden. Naja, ihr habt euch ja öfters Musik und Krachgeräusche gewünscht. Dem kommen wir hier auch wieder fleißig nach. Ich probiere hier einfach nochmal meinen neuen Staubsauger aus und halte ihn im Grunde genommen nur gegens Mikrofon. Mal gucken, wie verwirrt wir sie damit bekommen. Das bedeutet kurz und knapp für alle, die Kopfhörer drin haben, vielleicht mal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen runterregeln oder die Hörer nur ans Ohr halten und nicht ins Ohr stecken. Okay, das Minimum, das wir von den Start bezahlen können, beträgt 250 Euro, ja? Das so, ist Sie können teuer. Anfangen mit diesem kleinen Preis. Kleine Preis? Und ja, das ist nicht zu viel, ich glaube.
Aha. Okay. Ja, und auch, Sie haben Möglichkeit, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie nicht zufrieden. Ja. Was passiert? Was? Was? Okay, ja. Was denn? Nein, alles klar. Okay. So, haben Sie mir verstanden? Wollen Sie Ihren Handelskonto aktivieren? Ja, wie macht man das? Okay, so. Benutzen Sie Kreditkart oder haben Sie normalerweise Girokonto in der Bank? Wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das? Vor Aktivation, vor Ihren Handelskonto zu aktivieren. Aha, und dann? Ja, und dann? Sie sollen meine Schritte zufolgen und meiner Bart ist dieser Prozess bis in den Handelskonto aktivieren sind und dann Sie bekommen einen Anruf noch einmal von Ihrem personalischen Broker. Warum heißt denn das Broker? Account Manager. Das ist egal, ja. Ist es das Gleiche? Ja. Nein, definitiv nicht. Denn ein Account Manager ist nach deutscher Definition nichts anderes als ein Callcenter-Mitarbeiter oder auch Callcenter-Agent, wie man das ja so gerne genannt hat. Und naja, aus dem Account Manager macht man halt nur wieder irgendein tolles Wort, ist genauso wie Facility Manager für Hausmeister. Ja, also auch nichts Besonderes, wenn man dann genau nachfragt, was es denn eigentlich ist. Aber ja, die vergleicht jetzt hier den Broker mit einem normalen Typen, der am Telefon sitzt. Ich glaube, da hat sie irgendwas nicht so richtig verstanden. Aber naja, das ist ja, also grundsätzlich habe ich ja auch in diesem Gespräch wieder das Gefühl, dass die Tante, ja, weiß ich nicht, vielleicht 33,75% von dem versteht, was ich hier ja eigentlich am Telefon sagen möchte. So richtig zuhören tut die ja auch nicht. Und naja, sowieso, wenn sie 250 Euro für ganz wenig Geld hält, dann lebt sie wahrscheinlich auch auf irgendeinem anderen Planeten. Okay. Ja. Und was muss ich dann machen? Okay, so, haben Sie Computer oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das? Ich verstehe das mit dabei nicht. Haben Sie Computer oder Rechner dabei? Entschuldigung, haben Sie Kindle oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das mit dem Rechner dabei? Der ist doch ein bisschen schwer, okay, um den dabei super zu haben. Okay, und sagen wir, haben Sie Kreditkarte und Master Visa oder Girokonto in der Bank? Ja. Alles? Ja. Sie haben Mastercard? Hab ich. Oder? Was Sie haben? Ja, hab ich. Okay, super. Jetzt, ich buchstabiere vor Sie. Okay? Was denn? Öffnen Sie Google und schreiben Sie... Okay. Haben Sie geöffnet? Ja? Äpfel? Google? Warum Sie Google? Google? Ja, okay, super. Und jetzt schreiben Sie, ich buchstabiere, M mit Mathe, dann kommt zweimal O. Haben Sie geschrieben? Was denn? Okay, dann kommt N mit Nordpol, dann kommt P mit Peter. Also hier veranschaulicht die nette Tante wieder wunderbar, dass sie eigentlich gar nicht zuhört, denn eigentlich habe ich ihr ja hier signalisiert, dass ich gar nicht bereit bin und gar nicht weiß, was sie von mir möchte jetzt auf einmal. Aber die macht einfach weiter in ihrem Programm und buchstabiert fröhlich munter irgendwelche Buchstaben durch, wo wir die Sinnhaftigkeit noch erfahren müssen. Interessant. Haben Sie beim Bisse alles geschrieben, oder? Wie bitte? Oh, okay. Dann komm, ich habe gesagt P mit Peter, ja? Dann A mit Anton. Und N. Moonpie. Punkt. Komm. Und suche vor dieser Seite. Okay, können Sie mir sagen, was sehen Sie jetzt? Haben Sie die Seite gefunden? Wie meinen Sie das? Bitte? Was denn? Was sehen Sie jetzt? Was ich sehe. Noch einmal, Entschuldigung, können Sie wiederholen?
was ich sehe. Ja, Sie sollen diese Seite suchen, aber ich weiß nicht, dass ich habe ihn gefunden schon. Aha, was mache ich damit? Okay, sehen Sie ein violett Seite? Was? Okay, bis welche Schriften haben Sie geschrieben? Oder wollen Sie einen Link zu schicken per E-Mail? Dieser Link? Warum? Okay, Sie sollen ein haben Sie alle diese mumpe.com geschrieben? Mm-mm. Was macht man da? Okay, sehen Sie jetzt Krypto kaufen und zu kaufen, sehen Sie eine violette Knopf bei Krypto? Oder? Wozu brauche ich das? Okay, so. Das ist unsere Wechselstunde, ja? Und da nutzen wir Ihren Handelskonto zu aktivieren. Ist das Ihre Seite? Bitte? Seite, ist das Ihre? Wollen Sie Ihren Handelskonto zu aktivieren? Meinen Sie was? Handelskonto. Und dann? Und mehr Geld zu gewinnen, natürlich. Ich mag Gewinne. Okay, haben Sie diese Seite gefunden? Haben Sie alles geschrieben? Gemacht, ich nicht habe das. Okay, bis. Welche Schrift haben Sie geschrieben? Ich glaube, das war die Schriftart Arial. Ja. Okay. Okay, wollen Sie die Link auf die Seite per Mail zu schicken? Ich glaube, das ist besser für... Warum? Und leicht. Das ist besser für und leichter, diese Link zu finden. Okay. So, nee, muss das nicht sehen. Wie bitte? Wollen Sie diese Link per E-Mail zu schicken? Das tun Sie gerne können. Warte, sag mal kurz. Ja. Okay, benutzen Sie diese E-Mail karmut.schimmer.doena.netgmx.de. Ja. Benutzen Sie es? Okay, super. Schlüpfer. Sie können Ihren E-Mail öffnen jetzt und da ist es dieser richtige Link, da Sie sollen finden. Ich gucken gehe. Haben Sie Ihren E-Mail geöffnet? Hm? Okay, super. Sie sollen ein E-Mail von Theresa Ehrenbau bekommen. Warum? Das ist der richtige Link da. Okay. Haben Sie den auch ordentlich desinfiziert? Noch einmal, was ich habe gefragt, Sie stecken sehr Ruhe, ich habe nicht gut gehört, Entschuldigung. Sie gemacht haben das Tun desinfiziert? Noch einmal, Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Desinfiziert, Sie haben das Getun macht? Getun macht? Ja. Okay, keine Sorgen, Sie sollen nur meine Schritte zufolgen. Genau, keine Sorge, man soll einfach nur das machen, was sie sagt. Der Rest, der erledigt denn sich von alleine, beziehungsweise die Betrüger übernehmen den Rest. Hä, was will die jetzt eigentlich noch genau von mir? Ich meine, jetzt wird's langsam wirklich ein bisschen kurios hier am Telefon. Und das Allerkurioseste ist, die bleibt dran und hartnäckig und will weiter ihre Kohle haben. Naja, mal schauen, wie lange sie das selbst noch schafft, bis sie dann Hilfe zum Eingreifen braucht.
Ja? Oder Sie haben eine E-Mail-Adresse jetzt? Welche? Okay, haben Sie eine E-Mail bekommen? Ja. Von wem? Aldi. Bitte? Aldi. Die andere? Sparkasse. Andere? Dann ist da noch eine... Sabrina. Habe ich eine E-Mail von Teresa gefunden. Von Teresa? Ja. Nee. Die E-Mail ist schon geschickt. Ja, okay. Können Sie diese E-Mail so öffnen? Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Können Sie ein Plattform unterladen? Schlüpfer. So, Sie können den Prozess sehr langsam wieder fortfahren. Wie bitte? Okay, können Sie ein Programm unterladen? Ich buchstabiere noch einmal quasi. Wenn Sie gerne buchstabieren, dann dürfen Sie das gerne tun. Ja, öffnen Sie jetzt Play Store. Haben Sie Android, oder? Wie bitte? Was haben Sie? Haben Sie Computer oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das mit dabei? Phasig. Wie bitte? Phasig. Ich verstehe dieses Wort nicht. Besitzen Sie einen Computer? Ja. Okay, und anmachen Sie. Schlüpfer. Okay. Ist an. Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag. Hier ist Hendrik Schmidt am Apparat. Ich spreche mit Ludolf Voldemort. Ja. Na, so schnell wie der am Telefon war, vermute ich mal, wird es wieder einer von der Sorte gewesen sein, der das ganze Gespräch schon bereits belauscht hat und daneben gesessen hat. Man kennt es ja nicht anders von den Betrügern, denn der Betrug klappt zu zweit ja immer irgendwie am besten, habe ich so das Gefühl, weil alleine hapert es ja immer an der Sprachbarriere. Und nun greift hier wieder irgendjemand ein aus dem Callcenter, der sich ein bisschen besser mit dem Betrug auskennt. Super. Schön zu erreichen, mein Herr. Sie waren einmal verbunden mit meinen Kollegen. Aha, und jetzt? Aber jetzt wollen wir üben, ich übernehme Sie und wir werden einmal vorsetzen und weiterzumachen, okay? Warum? Ich höre Sie sehr leise. Können Sie ein bisschen wieder ein bisschen lauter sprechen? Warum? Hören Sie mich, hallo? 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 Hören Sie mich? Ja. Wie ist Ihr Name, mein Herr? Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie denn? Voldemort. Sie sind der Ludolf Voldemort? Ja. Sicher? Ja. Okay. Wieso? Kein Moment, warten Sie kurz, bleiben Sie dran. Natürlich. Kennen Sie mich noch oder haben Sie mich vergessen? Wie bitte? Kennen Sie mich noch oder haben Sie mich vergessen? Woher kennen wir uns? Ungefähr, gestern. Wir haben doch zusammen gesprochen, gestern. Das war gestern oder übermorgen. Gestern oder übermorgen? Das ist doch der Lili Lips, oder nicht? Nee. Doch? Nee. Doch. Wir haben gestern gesprochen zusammen. Wer ist das? Sie sind der Lili Lips. Na, ist ja herzzerreißend. Der kann sich tatsächlich an unseren Lili Lips erinnern. Jo, ist ja interessant. Also, das Gehirn scheint auf jeden Fall noch bei dem zu funktionieren. Und er kann sich dann scheinbar noch erinnern. Aber nett, dass er dann erstmal am Anfang so getan hat, als kennt man sich nicht, ne? Also, kann man so machen, aber finde ich es doch sehr hinterhältig. Auch wenn
Naja, ich mache ja vom Prinzip nichts anderes. Aber im Grunde genommen verplempert er jetzt hier wieder seine Zeit. Und, naja, er verplempert auch gerne noch weiter seine Zeit. Wo waren, wie heißen Sie so, jetzt heißen Sie... Nee. Sie sind nicht der Voldemort. Sie sind nicht der Rudolf. Das weiß ich 100%. Voldemort. Okay. Haben Sie dabei einen Computer oder ein Handy? Ja. Was haben Sie dabei? Wie meinen Sie das mit dabei? Ein Computer ist doch... Bitte sprechen Sie ein bisschen lauter. Ich höre Sie ganz leise. Ein bisschen lauter sprechen, wie ein Mann. Ein Computer ist doch zum Dabeihaben ganz genau. Zu schwer. Warum? Was ist schwer denn dabei? Ja, wenn man den dabei haben muss. Oder ein Handy oder Smartphone. Schaffen Sie mal auf dem Google zu gehen? Ja. Okay, gehen Sie auf dem Google? Ja. Und denn? Ich will mir Sie, also ich werde einmal mit Sie ehrlich sein, ja? Ich frage Sie eine Frage. Also wollen Sie mit uns handeln oder wollen Sie uns einmal verarschen? Wie meinen Sie das? Ganz normale Frage. Wollen Sie mit uns handeln oder wollen Sie uns verarschen? Na, aber Sie rufen doch mich an. Ja, wir rufen Sie an, damit wir Ihnen einmal erklären, wie das alles funktioniert. Sie haben sich übrigens selber registriert. Keiner hat Sie gezwungen, dass Sie das machen. Möchten Sie mich verarschen? Wie bitte? Möchten Sie mich verarschen? Ich möchte Sie nicht verarschen. Sie haben sich bei uns selber registriert. Okay. Ja. Oder haben Sie das vergessen? Nein. Okay. Okay, wie sollen wir das weitermachen? Sagen Sie mir, erklären Sie mir. Wie sollen wir das weitermachen? Was meinen Sie denn mit der Frage explizit? Hören Sie mich. Bitte reden Sie ein bisschen lauter. Sie sprechen wie eine Frau. Sie sind doch ein Mann. Warum sind Sie so unverschämt? Ja, weil Sie sprechen ja wie ein Schwuli. Ein bisschen lauter. Sie sind doch ein Mann. Sie sind ja ein Mann. So werde ich ein bisschen nervös. Sprechen Sie ein bisschen wie ein Mann. Sind Sie immer so gemein? Ein bisschen lauter, gerade eben und lauter sprechen wie ein Mann. Sind Sie immer so gemein zu Ihren Kunden? Ja, ich bin immer, genau. Okay. Ich bin immer leider so. Warum? Genau, und dann hat er aufgelegt und keine Lust mehr gehabt, seine Zeit weiter zu verplempern. Tja, so ist das halt. Aber was will man davon groß erwarten? Die Tante, die da vorher dran war, die hat ja nun wirklich lange rumgeeiert. Und den netten Herrn, den wir dann zum Schluss dran hatten, ich denke, er hat ganz deutlich wieder bewiesen, dass das nichts mit Kundenservice zu tun hat und, naja, dass mindestens irgendetwas mit dieser Firma nicht stimmen kann. Denn, weiß ich nicht, also ich würde mich jetzt in einem seriösen Unternehmen, selbst bei, wenn mich ein Kunde verarschen möchte, nicht so verhalten. Naja, aber... Immerhin ist das Gespräch hier wenigstens nicht wie so manches Mal völlig aus dem Ruder gelaufen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.